Die USA haben 10 russische Diplomaten ausgewiesen und gleichzeitig eine Reihe neuer Sanktionen gegen Moskau verhängt. Hintergrund sind Hackerangriffe und Einmischungen in die US-Wahlen, für die Washington Russland verantwortlich macht. In einem offiziellen Statement heißt es, die beiden Regierungen ergreifen Maßnahmen, damit Russland für ihre Aktionen gegen die Souveränität und die Interessen der USA bezahle. Das Weiße Haus kündigte zudem an, US-Finanzunternehmen den Handel mit russischen Staatsschulden zu verbieten. Moskau bestellte US-Botschafter John Sullivan ins Außenministerium ein. Es werde ein hartes Gespräch für die amerikanische Seite. Ein solch aggressives Verhalten werde ohne Zweifel eine Abfuhr erhalten. Eine Antwort auf die Sanktionen werde unabwendbar sein, so Ministeriumssprecherin Maria Sacharowa. Wir haben Washington mehrmals von den Folgen seiner feindseligen Handlungen gewarnt, die eine Konfrontation zwischen unseren Ländern gefährlich ansteigen lassen. Das entspricht nicht den Interessen zweier Atommächte, die für die Geschicke der Welt verantwortlich sind. Am Dienstag hatten US-Präsident Joe Biden und sein russischer Kollege Wladimir Putin in einem Telefonat ein baldiges Treffen vereinbart. Im Kreml hieß es dazu nun, dass Sanktionen für solche Gipfelpläne nicht hilfreich seien.